you like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. Zweiter Teil der 10Ns, die Anwendungen und die besonderen Architekturen, die wir heute auch benutzen können. Lassen Sie uns als erstes nochmal rekapitulieren. Das erste richtige Convolutional Neural Network, das erste richtige 10N vom Yann LeCun, das Linet 5. Wir haben mehrere Schichten Convolution, immer abwechselnd mit der Pooling-Schicht und am Schluss einen kleinen Klassifizierer in Form von ein paar Dense-Schichten. Am Ende, er hat sie Gaussian Connections genannt, eine Diskriminanzanalyse, einen Gaussian Klassifizierer, das heißt, wir haben hier einfach Softmax am Ende, und um unsere Likelihoods für die einzelnen Klassen auszurechnen. Jan LeCun hat die Fähigkeit von diesem Netz gezeigt an dem MNIST-Datensatz, ja, der einfachste Standarddatensatz, um Machine Learning zu betreiben. Den kennen Sie alle zur Genüge, ja, dann kann man an unterschiedlichen Stellen runterladen. Mit einem 10N sollte es möglich sein, hier weniger als 1% Fehler tatsächlich zu erreichen. Mit einem normalen Perzeptron 3% Fehler oder sowas. Auf den Testdaten natürlich, nicht auf den Trainingsdaten. Ja, logisch, das brauche ich, glaube ich, nicht mal dazu zu sagen. Trainingsdaten, Overfitting geht immer. Das heißt, 100% auf den Trainingsdaten sollte eigentlich fast immer möglich sein. Aber hier auf den Testdaten 1% Fehler, kleiner 1% Fehler ist hier problemlos möglich. Das heißt, der Datensatz, der ist ziemlich einfach. Wenn wir richtig ordentliche Architekturen bauen wollen, können wir die nicht an dem Datensatz testen, der schon mit den Multilayer-Perzeptronen ja funktioniert. Also wir brauchen schwierigere Datensätze. Und als schwierigere Datensätze kommt als erstes mal in Frage dieser sogenannte CIFAR-10-Datensatz. Das sind kleine Bilder, die sind nur 32x32 Pixel groß. Die gehören zu 10 Klassen und da gibt es ein paar tausend davon. Man schafft mit einem guten 10N ja 6%, 7% Fehler oder sowas. Ja, da unten steht 6, 7% Fehler. Das ist schon ein bisschen schwieriger, ja, weil das sind jetzt nicht schöne Ziffern auf heilem Hintergrund oder auf Null Hintergrund, sondern es sind echte Bilder, wo eben auch welche dabei sind, die sehr schwer zu erkennen sind, die man auch als Mensch nicht erkennen kann. Und die kann dann natürlich vielleicht auch das neuronale Netz nicht erkennen. Oder vielleicht auch doch, also je nachdem. Also der nächst schwierigere Datensatz, den wir auch zum Spielen benutzen werden, ist dieser CIFAR-10-Datensatz. Was gibt es weiter? Es gibt eine Erweiterung von dem CIFAR-10-Datensatz, das ist der sogenannte CIFAR-100-Datensatz. Das sind nicht 10 Klassen, CIFAR-10 heißt deshalb 10, weil es 10 Klassen gibt, sondern wir haben hier 100 Klassen, die auch noch zusammengesetzt sind zu Superklassen, also Säugetiere, Fische, Blumen, und dann sind aber die Blumen zum Teil auch noch aufgeteilt, also man kann sich selbst unterschiedliche Aufgaben stellen mit diesem Datensatz. Dafür hat das Ding ein Problem, das sind nur etwa 500 Trainingsbilder pro Klasse, was heftig wenig ist. Also wer CIFAR-100 gut werden will, der sollte tatsächlich viel Augmentation betreiben, weil 500 Instanzen pro Klasse, das ist nicht viel. Ja, 500 Instanzen für eine Sonnenblume. Es gibt mehr unterschiedliche Art und Weisen, eine Sonnenblume zu fotografieren und ein Bild von einer Sonnenblume zu machen, mit der Sonnenblume groß drauf, klein drauf, weit weg, von hinten, von vorne, im Dunkeln, im Hellen, abends in der Abendsonne mit rotem Stich oder bei schlechtem Wetter mit Graustich und so weiter. Also es gibt mehr als 500 Variationen für jedes einzelne Bild. Und deshalb ist das sehr, sehr, sehr knapp. Aber es ist natürlich ein guter Trainingsansatz, weil
Für echte Beispiele haben wir ja genau diesen Fall, dass wir nicht genug Bilder haben, nicht genug Variationen haben und Augmentation anwenden müssen. Ziffer-100-Datensatz, die nächste Stufe sozusagen. Ein weiterer Datensatz, den ich Ihnen vorstellen will, mit dem man sehr schön neuronale Netze testen kann, ist der Hausnummern-Datensatz, SVHN, also Street View House Numbers. Das sind Hausnummern, die aus Street View Bildern extrahiert sind. Das ist natürlich schon eine heftige Sache, das ist schwieriger als MNIST. Ja, hier tatsächlich die Nummern zu erkennen, ist ordentlich schwieriger. Die sind auch klein, es sind dafür mehr, es sind 10-mal so viel wie bei MNIST und deshalb sollte es eigentlich auch möglich sein. Also auch eine gute Idee, mit diesem Testdatensatz ein neuronales Netz mal auszuprobieren. Und dann kommt natürlich der Datensatz, um den sich jetzt in nächster Zeit bei uns sehr vieles drehen wird, nämlich der ImageNet-Datensatz. ImageNet ist eine Initiative, die versucht, aus dem Internet Bilder zu sammeln und zu annotieren, also sprich dazu zu schreiben, was ist da drauf auf dem Bild. Und der ImageNet-Datensatz, den gibt es schon seit 10 Jahren etwa, hat auch schon gleich angefangen mit über 1 Million Bilder. Allerdings ist dazu zu sagen, es sind auch nicht mehr 100 Klassen, es sind tatsächlich 1000 Klassen in dem ImageNet-Datensatz drin, also 1000 verschiedene Objekte, die erkannt werden sollen. Ja, ist okay. Und im Schnitt so etwa 1000 Bilder pro Objekt, also auch wieder gar nicht so viel. Aber insgesamt 1,2 Millionen Bilder, das ist schon ein Trainingsdatensatz, mit dem man arbeiten kann. Basierend auf diesem ImageNet-Datensatz, da gibt es Challenges. Vor allem die berühmte ILSVRC, die ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, die ab 2010 gestartet hat und in der alles, was Rang und Namen hat auf dem Gebiet der Bilderkennung, sich getummelt hat und versucht hat, diese Challenge zu gewinnen. Ein paar Bilder, die da drin sind, ja, Sie sehen, da ist alles Mögliche. Ja. Das sind Zeichnungen oder sowas, ja, also vielleicht gar kein Foto. Da sind Hunde drin, da sind auch ganze Hunderudel drin, da sind hier Schilder drin, da sind Menschenmengen drin, da sind einzelne Menschen drin, da ist auch mal eine Hand drin oder ein Stadion mit ganz viel. Also alles, was es irgendwie an Bildern gibt, ist da drin. Ist ein sehr realistischer Datensatz und der kann auch tatsächlich benutzt werden, um Architektur und künstliche neuronale Netze zu trainieren, um irgendwas zu erkennen, ja, weil da einfach alles drin ist, was es so gibt. Das macht die Challenge so interessant. Tatsächlich haben die Macher der Challenge bei der Auswahl der Bilder aus ImageNet sogar ein bisschen darauf geachtet, dass das nicht nur das reine Chaos ist, ja, sondern dass da tatsächlich von jedem Typ, von jedem dieser 1000 Klassen, die es gibt, also Flugzeug, Schiff, Auto und so weiter, unterschiedliche Arten gibt, dass es die in groß gibt, dass es in klein gibt, dass es die in hell gibt, dass es die in dunkel gibt und so weiter. Also dass tatsächlich die verschiedenen Variationsmerkmale, die verschiedenen Merkmale, die sich verändern können bei so einem Foto oder unterschiedlich sein können bei so einem Foto, dass die alle in jeder Klasse auch drin sind. Das kann natürlich nicht garantiert werden, aber die haben es zumindest versucht, das so ein bisschen zu machen. Ja, das sehen Sie hier so ein bisschen dargestellt, dass tatsächlich möglichst die Variationsbreite schon im Datensatz abgelegt wird. Die ImageNet Challenge, die hat 2010 gestartet und wir sehen hier die Übersicht über die erste Runde, die hier stattgefunden hat. Sie sehen, wer hat gewonnen? Gewonnen hat ein Team der Firma Nick und dahinter zweitplatziert ein Team vom Renk Serok Research Center. Da steht, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Paper steht da sogar drin, the Honorable Team, weil ich meine, zu
derzeit noch, heute kennen Sie vielleicht oder manche von Ihnen das Xerox Research Center gar nicht mehr, aber zu der Zeit war das noch klar, das sind die Leute, aus denen die gesamte Innovation unserer modernen Computertechnik kommt. Ja, also jemand ganz Besonderes ist das. Und Sie sehen an diesen Ergebnissen, die Challenge ist relativ schwierig. Da wird nicht mal angegeben, die Fehlerrate, wie oft wurde das Falsche oder die richtige Rate, wie oft wurde die richtige Klasse gefunden, sondern man schaut hier zunächst mal nur nach dem sogenannten Top-5-Error. Das heißt, wir haben 1000 Klassen für jedes Bild und das neuronale Netz gibt an eine Reihenfolge. Ich meine, als erstes ist es ein Flugzeug, als zweites ist es ein Schiff, als drittes könnte es auch vielleicht ein Auto sein. Ja, so eine Reihenfolge. Und wenn die richtige Lösung unter den Top 5 ist, der Klassifizierer ausspuckt, dann gilt es als richtig. Ja, Top 5 Error heißt also, wie oft ist die richtige Lösung nicht unter den ersten 5? Das ist schon relativ großzügig, aber die Challenge ist so schwierig, dass es einfach nur so geht. Ich habe, glaube ich, gerade aus Versehen neuronales Netz gesagt. Wenn man da reinschaut in die Publikation, wie das gemacht wurde, da war kein neuronales Netz dabei. Ja, 2010 ist niemand auf die Idee gekommen, sowas wie Bilderkennung mit künstlichen neuronalen Netzen zu machen. Es gibt Jahrzehnte alte oder über Jahrzehnte durchgeführte Forschung, wie man Bilderkennung machen kann. Hauptsächlich geht es um diese SIFTs, also diese skaleninvarianten Features, Punkte, spezielle Punkte auf dem Bild zu finden, an denen man festmachen kann, was es ist, die sich wenig verändern oder nicht verändern, wenn das Ding größer wird oder kleiner wird, oder wenn es sich verdreht und so weiter. Also die skaleninvarianten Features oder diese Fisher-Vektoren ist was Moderneres als die SIFT-Features. Aber geht auch darum, dass man in dem Bild Vektoren findet, Muster findet, die man dann nimmt, um ein Objekt in dem Bild zu charakterisieren. Also es gibt eine bestimmte Anordnung von SIFTs, dann ist es ein Auto. Es gibt eine bestimmte Anordnung von Fisher-Vektoren, dann ist es ein Flugzeug. Und die eigentliche Klassifizierung haben die Leute natürlich gemacht mit den besten Klassifizierern, die es überhaupt bloß gibt. Zu der Zeit, nämlich Support-Vektor-Machines. Ja, Support-Vektor-Machines sind super Klassifizierer. Mit einem Grund, warum künstliche neuronale Netze so lange nicht benutzt wurden, weil natürlich so geniale Methoden da sind. Und welcher vernünftige Mensch nimmt ein neuronales Netz, wenn er die Möglichkeit hat, eine Support-Vektor-Maschine zu nehmen? Ja, sage ich jetzt mal so ein bisschen frech, weil zu der Zeit ganz viele Leute das gedacht haben. Ich muss etwas stolz sagen, ich habe seit den 1980er Jahren künstliche neuronale Netze programmiert und habe das die ganze Zeit auch gemacht. Ja, ich habe auch SVMs benutzt, natürlich für manche Sachen, aber ich habe immer versucht, das auch mit neuronalen Netzen zu machen. Aber es gab tatsächlich nur wenige Leute. Ja, es waren ein paar Handvoll auf der ganzen Welt überhaupt. Also ganz, ganz wenige Leute, die sich um neuronale Netze gekümmert haben. Und die auch nicht. Und wenn Sie sehen, wo die hinkommen, dann sehen Sie, die kommen hier auf 28% Top 5 Error oder 30, 32% Top 5 Error. Also in 70% der Fälle ist die richtige Lösung unter den Top 5. Nicht an Platz 1, sondern nur unter den Top 5. Das ist nicht so besonders gut. Aber mit diesem schwierigen Datensatz ist das schon was. Und das war nicht irgendjemand, sondern das waren die Xerox-Leute hier. Ja? Also die Besten der Besten, die schaffen das. 2010. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Es muss immer ein bisschen besser werden. Schauen wir ins nächste Jahr. Jetzt hier hat das Honorable Team tatsächlich den Platz 1 gemacht. Die haben andere Features genommen, haben aber auch mit der SVM gearbeitet und die Zweitplatzierten ist auch um die 30%, ist das Team von der University of Amsterdam. Die sind auch bekannt für ihre Kompetenz in der Mustererkennung. Ja, also das sind die Leute, die Mustererkennung machen seit Jahrzehnten. Aber Sie sehen, jetzt sind wir hier bei 25%, 26%. Es ist ein bisschen besser. Also die besten Technologien, die besten der Besten,
Die tun sich irgendwo so zwischen 25 und 30%, versuchen die sich so ein bisschen was abzuknapsen. Das war 2011. 2012. Hier tritt einer auf, der bisher da noch nicht mitgemacht hat und der auch gar nicht so allzu viel Erfahrung mit Bildanalyse bisher hat, nämlich der Alex Krzyzewski, der aber in der Arbeitsgruppe vom Geoff Hinton ist, an der Universität in Toronto. Das ist der, der das Fähnchen der künstlichen neuronalen Netze jahrzehntelang hochgehalten hat. Ja, eigentlich der, der für die neuronalen Netze gekämpft hat, die ganze Zeit, als es keinen interessiert hat. Und es ist kein Wunder, dass aus seiner Gruppe praktisch alle hervorgekommen sind, die heute große Namen sind im Bereich des Deep Learning. Unter anderem der Alex. Was hat der Alex gemacht? Ja, der Alex hat gesagt, dieses Problem müssen wir doch angehen mit einem künstlichen neuronalen Netz. Allerdings, das LINET angewendet auf diesen Datensatz führt nicht zu besonders guten Ergebnissen. Ja, der Datensatz, der ist viel zu groß, sind viel zu viel Variationen drin, viel zu viel unterschiedliche Bilder, als dass das LINET da wirklich typische Muster finden könnte oder die richtigen Filter finden könnte. Jetzt geht meine Folie nicht weiter. Was hat er gemacht? Als erstes Mal hat er gesagt, tiefer. Ja, ich brauche natürlich, um diesen heterogenen Datensatz zu beackern, brauche ich ein größeres neuronales Netz, vor allem ein tieferes. Also ich brauche mehr Layer, mehr Schichten in meinem neuronalen Netz. Die Schichten müssen vielleicht auch größer sein. Also ich brauche mehr Filter in meinen Convolution-Schichten, um das größere Problem beackern zu können. Das hat er ausprobiert und hat festgestellt, ja, es ist möglich, ein neuronales Netz so groß zu machen, dass es tatsächlich mit dieser Menge an unterschiedlichen Bildern umgehen kann. Das Problem ist, Sie wissen, was passiert, wenn wir so ein neuronales Netz größer machen, wenn wir ihm mehr Parameter geben. Ja, nämlich, es wird ein Streber. Es lernt auswendig. Es overfittet. Ja, jedes neuronale Netz, jedes künstliche neuronale Netz wird, wenn wir es ihm erlauben, overfitten. Und wenn er sagt, ich muss das Ding halt größer machen, dann wird es overfitten. Also musste Alex hergehen und das Overfitting verhindern. Wie das geht, wissen Sie bereits. Wichtigster Punkt, Augmentation. Also, was er hier gemacht hat, zum ersten Mal so richtig systematisch, systematisches Augmentation. Relativ einfach noch. Das erste ist, er hat die Bilder gespiegelt. Das ist einfach. Ja, gut, ein gespiegeltes Auto ist auch immer noch ein Auto. Wunderbar. Das zweite Typ Augmentation, was er gemacht hat, ist verschieben. Wie kann man, wenn man ein Bild hat, 256 mal 256 Pixel groß, wie kann man das verschieben? Ja, ganz einfach. Ich mache das Bild ein bisschen kleiner, ja, ich lasse ringsrum 10 Pixel weg, zum Beispiel, dann kann ich verschieben und kann dieses Bild, das um 20 Pixel kleiner ist, kann ich ein bisschen an einer anderen Stelle rausschneiden. Das ist dann zwar nicht sehr stark verschoben, aber es ist, wenn ich es nur um ein Pixel verschiebe, ist jedes Pixel anders auf dem Bild. Das heißt, das neuronale Netz kann nicht mehr die Pixel auswendig lernen, wenn ich es ein bisschen verschoben habe. Insgesamt hat er für dieses Netz mit Verschieben und Spiegeln hat er 2048 Variationen erzeugt von jedem einzelnen Eingabebild. Das heißt 1,2 Millionen Bilder, etwa 2000 Variationen pro Bild, gibt am Schluss ja, 2, irgendwas Milliarden Bilder, die er hatte. Und mit diesen über 2 Milliarden Bildern, da konnte er tatsächlich das Ding trainieren, ohne dass es overfittet. Ja. Mit 2 Milliarden Bildern ist einfach die Zahl der Muster so groß, dass es nicht mehr overfitten kann. Wunderbar. Trotzdem hat er noch Dropouts angewendet, um nochmal das Overfitting zurückzudrängen. Dann war das Ding allerdings so groß und so langsam, dass es nicht mehr trainiert hat. Ja, und das war gerade so diese Zeit rum, als die GPUs aufkamen.
Und als die Idee aufkam, man kann doch, man müsste doch ein künstliches neuronales Netz mit CUDA auf der GPU trainieren. Und das hat er gemacht. Er hat sogar sich die Mühe gemacht, das neuronale Netz auf zwei GPUs zu trainieren. Das ist oben dargestellt. Ja, hier sieht man das neuronale Netz, wie es aussieht. Hier ist der Input. Eine erste Schicht gibt 48 plus 48, 96 Feature Maps, aber 48 auf der einen GPU und die anderen 48 auf der anderen GPU. Und dann geht es weiter, ja, zweite Stufe, dritte, vierte, fünfte Stufe. Und am Schluss unser Klassifizierer. Was Sie hier ganz interessant sehen, ist, das ist auf zwei GPUs. Und es gibt zwischen den beiden GPUs nur relativ wenig Verknüpfung. Ja, es gibt hier einmal eine Überkreuzung der GPUs. Das heißt, die Daten werden tatsächlich gemischt. Und es gibt da hinten, da werden die Daten zusammengefasst zwischen den GPUs. Dazwischen aber nicht. Woran liegt das? Das ist ganz einfach. Die GPUs rechnen so schnell, dass die Kommunikation von GPU zu GPU unglaublich viel langsamer ist als das Rechnen auf einer GPU. Das heißt, es ist auch bis heute so, ein guter Tipp, rechnen Sie Ihr neuronales Netz immer auf einer GPU. Ja, wenn Sie zum Beispiel TensorFlow verwenden und Sie sagen, TensorFlow benütze zwei GPUs, dann ist es tatsächlich meistens ein bisschen schneller als auf einer. Aber es ist niemals doppelt so schnell. Es ist vielleicht 1,2 mal so schnell oder vielleicht auch bloß 1,1 mal so schnell. Also ein bisschen was kriegt man raus. Wenn Sie vier GPUs nehmen oder acht GPUs, dann ist die Chance gut, dass Ihr neuronales Netz deutlich langsamer trainiert als auf einer, weil die GPUs auf Daten warten, die von den anderen GPUs kommen. Und dieses Warten dauert so lang, dass es einfach schneller ist. Man lässt eine GPU auf einem Datensatz nudeln und das einfach selber berechnen, anstatt andere auf die Daten von der anderen GPU zu warten. Ja. Er hat dieses Problem ein Stück weit umgangen, indem er eben gesagt hat, okay, ich lasse das ganze Netz hier, lasse ich auf einer GPU durchnudeln und erst am Schluss bringe ich die Daten wieder zusammen. Ja, so kann es funktionieren, war aber natürlich irre aufwendig. Aber es war möglich, das überhaupt zu machen und Sie sehen hier unten, er hat auf den zwei GPUs 6 Tage trainiert, das Ding. Aktivierungsfunktion ReLU war auch eine der ersten Publikationen, in denen ReLU vorkam, weil ReLU schneller war. Letzten Endes war das der Grund. Ja, schneller und größere Gradienten produziert, also schneller trainiert. Es ist nicht nur schneller, weil es weniger Arithmetik dahinter steckt, sondern ReLU trainiert schneller, weil es größere Gradienten produziert und damit das Training auch schneller geht, in weniger Schritten geht. Und er brauchte dann, wegen ReLU, brauchte er Batch-Normalisierung. Ja, hat an zwei oder drei Stellen hat er Batch-Normalisierung machen müssen, was dann wieder Zeit kostet. Aber insgesamt bringt es trotzdem was. Also ReLU plus Batch-Normalisierung ist immer noch schneller als Sigmoid ohne Batch-Normalisierung. Also das war das AlexNet. Mit dem ist er angetreten. Ja, ein junger Kerl, dem gerade mal so vielleicht ein Bart erst wächst, tritt an gegen die großen alten Herren der Mustererkennung, die seit 20 Jahren nichts anderes machen, als ihre SIFs zu spezifizieren und ihre Vektoren zu definieren und zu klassifizieren. Und was kam raus dabei? Nein, ich habe es noch nicht. Ich habe noch das neuronale Netz hier. Sorry, also die Spannung bleibt. Ja? Also, das ist das AlexNet, nochmal etwas genauer aufgeschrieben. Sie sehen, der Input ist 224 mal 224 groß. Die ursprünglichen Bilder sind 256 mal 256 groß. Der Rand ist, weil er eben ausgeschnitten hat, damit er augmentieren kann, damit er unterschiedliche Ausschnitte verwenden kann. Er hat in der ersten Konfschicht hat er 96 Feature Maps gemacht. Das gibt dann etwa 290.000 Neurone, die in diesem Tensor drin sind. Also nicht gerade ganz wenig. Dann hat er den Pooling gemacht, ein etwas merkwürdiges Pooling, kein 2x2 Pooling, sondern er hat 5x5 Pooling überlappend gemacht. Da fragt man sich, was das soll. Das führt einfach zu einem Blur-Effekt. Ja? Das führt dazu, dass es ein bisschen verwischt alles. Man sieht diesen Effekt manchmal, dass dieses
Blurren, das durch ein überlappendes Pooling mit einem größeren Kernel zustande kommt, das ist tatsächlich ein paar Prozent besser trainiert. So war es hier auch. Es waren, glaube ich, 0,4% oder so besser, als wenn er einfach nur ein normales 2x2 Max Pooling gemacht hätte. Man kann darüber spekulieren, warum das so ist oder nicht. Manchmal ist es auch nicht so. Aber es ist so ein Tipp, wenn man das letzte Fünkchen rausholen will aus seinem Klassifizierer, aus seinem Netz, kann es sein, dass so ein überlappendes Pooling mit einem größeren Kernel, also was letzten Endes einfach nur ein Verwischen ist vom Bild, ein Blurring ist, dass das da was bringt. Ja? Also, ein Pooling gemacht. Da oben hat er kein Pooling drin, sondern er hat die erste Convolution mit einem Stride 4 gemacht. Das heißt, der hat den Filter nach jeder Modifikation nicht um 1 weitergeschoben, sondern um 4 weitergeschoben. Warum macht man das? Grund ist ganz einfach. Damit man weniger Output hat, ja, damit die Feature Maps aus weniger Neuronen bestehen. Wenn er hier eine normale Convolution gemacht hätte, dann hätte er hier 4x4, 16 mal mehr Neuronen, also keine 290.000, sondern 16 mal so viel, was natürlich wieder nach sich zieht, dass in allen Schichten drunter es auch wieder mehr Neuronen gibt. Und dann schafft er es nicht mal in 6 Tagen zu trainieren, dann hätte er vielleicht ein Jahr gebraucht zum Trainieren. Ja, geht nicht. Also man muss vor allem immer bei den Dingen, man muss am Anfang schauen, dass man von den großen Neuronenzahlen runterkommt, weil die Layers sind so groß, die haben so viele Parameter, so viele Neuronen, dass die viel Zeit kosten zum Trainieren. Also deshalb hat er hier mit Stride 4 gearbeitet, um möglichst schnell von der großen Dimension runterzukommen. Ja, dann nochmal Max Pooling 2x2 mit dem Überlappen, dann ist er runter auf knapp 70.000 Neuronen. Das ist schon tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, dann Convolution, 256 Feature Maps und nochmal Pooling, wieder 2x2, leicht überlappend, dann ist er runter auf 43.000 Neuronen. Sehr gut. Ja, jetzt ist es nicht mehr zeitkritisch. Da oben braucht das Ding Zeit, da unten ist man jetzt frei zu machen, fast was man will. Das geht alles schneller als das da oben. Und hier hat er ist jetzt hergegangen und hat dreimal drei Convolution Layer gemacht, einfach damit viele Filter drin sind, damit das Ding viele unterschiedliche Motive identifizieren kann. Am Ende nochmal ein Pooling, um die Zahl der Neurone runterzudrücken auf 9216 und dann drei Schichten Dense für den Klassifizierer. Also im Prinzip ein ganz normales Linet mit ein bisschen getrickst. Ja, mit ein bisschen getrickst, damit es gerade so geht. Ja, es ist so aufgebaut, dass es auf der damaligen Hardware einfach gerade so alles möglich war. Aber jetzt zeige ich Ihnen hoffentlich, was tatsächlich rauskam. Und Sie sehen, Supervision, das ist der Name vom Team, vom AlexNet-Team, 16%. Ja, wir waren vorher bei 20, bei 30%, 27%. Das heißt, gegenüber allen Spezialisten zum Thema Mustererkennung konnte er hier praktisch die Fehlerrate halbieren von heute auf morgen. Ja? Und Sie sehen, alle anderen, die sind da ja noch. Das ist auch ein neuronales Netz, da sage ich später nochmal was dazu. Die anderen sind traditionelle Mustererkennungsalgorithmen, die sind alle noch um die 30% rum. Ja, das heißt, wir haben hier zum ersten Mal in so einer Challenge ein neuronales Netz mit drin und das neuronale Netz ist auf Anhieb doppelt so gut, macht halb so viele Fehler als alle anderen. Das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und Sie können sich vorstellen, im Jahr drauf, 2013, gab es fast nur noch neuronale Netze. Ja, also die Teams haben schon auch noch mitgemacht, aber die meisten haben zumindest auch noch ein neuronales Netz probiert. Ja, also hier war den Leuten klar, jetzt haben wir verspielt. Jetzt sind die neuronalen Netze besser als das, was wir machen. 2013. Fast nur künstliche neuronale Netze im Rennen hier. Und der Gewinner ist das Team Clarify um den Matt Zeiler rum. Die haben damals schon eine Firma gegründet, die Clarify
heißt, die es auch bis heute gibt, das ist ein aktueller Screenshot von ihrer Firmen-Homepage. Der Matt kommt von der Universität New York aus der Ecke vom Jan LeCun. Und die haben sich überlegt, warum funktioniert denn, kann man irgendwie rausfinden, warum das AlexNet funktioniert. Die Kritik an dem Verfahren war natürlich, dass man gesagt hat, wenn wir unsere SIFT-Punkte bestimmen oder unsere Fischer-Vektoren, dann kann, die kann ich nachher einzeichnen ins Bild und kann sagen, der und der und der Punkt, die sind an der Stelle und deshalb hat der Algorithmus erkannt, dass das ein Auto ist, zum Beispiel. Beim neuronalen Netz kann man zunächst mal nur sagen, jo, irgendwo da drin in dem neuronalen Netz hat irgendwas genau gepasst, aber was, das weiß ich auch nicht. Das sagen bis heute viele Leute, die sagen, ja, neuronale Netze, weiß man eben nicht warum. Ganz so ist es nicht, denn eben schon damals, schon 2013, hatten die eine Idee, wie man visualisieren kann, was in dem neuronalen Netz tatsächlich vor sich geht, also wie man Clarification herstellen kann. Und wie das geht, zeige ich Ihnen. Die sind auf die Idee gekommen, wenn wir wissen wollen, welches Muster irgendwas in dem Layer, in dem neuronalen Netz da innen drin, welches Muster der erkennt, dann müsste ich ja nur hergehen und diese Convolution, diesen Verhaltungsvorgang, der hier vom Bild bis zu dieser Erregung eines Neurons runterrechnet, den rückwärts machen. Das heißt, ich errege das Neuron und dann rechne ich zurück, ich mache eine Deconvolution, eine Rückwärts-Convolution auf den Layer davor, dann mache ich wieder eine Rückwärts-Convolution auf den Layer davor, dann mache ich wieder eine Rückwärts-Convolution und dann bekomme ich ein Bild. Und das Bild, das zeigt mir das an, was diese Erregung da unten idealerweise auflöst. Also das idealisierte Bild, das eine bestimmte Erregung auslöst. Und das kann ich für jedes Neuron da drin machen. Oder ich kann es machen für einen bestimmten Output. Ja, wenn der Output Rose ist, rechne ich zurück. Was ist denn das idealisierte Bild einer Rose, das mein künstliches neuronales Netz erkennt? Und das ist natürlich ein bisschen mit Unsicherheit behaftet, weil wir verdichten ja die Informationen. Dadurch, dass wir von einem großen Bild ausgehen, immer weniger Neurone haben. Und wenn man das nach außen rechnet, dann erzeugt man da Rauschen und so. Aber man kann es machen und was dabei rauskommt, ist tatsächlich vernünftig. Ja, das ist hier der erste Layer eines AlexNets. Und man sieht hier links die Filter und rechts sieht man, was jetzt die Erregung einer Image Map bedeutet für das Eingabebild. Also wenn diese Image Map, die aus dem rechts unten Filter hier zum Beispiel entsteht, oder nehmen wir den ersten, die aus dem links oben Filter entsteht, welches Bild liegt dem zugrunde, dann kann ich das hier oben schauen. Ja, hier kann ich schauen, das sind die Bilder, die als Input kommen, die nachher eine Erregung auf dieser Image Map erzeugen mit dem Filter. Ja, und da sieht man, der Filter hat solche Linien, die so schräg sind und entsprechend muss das Bild auch solche schrägen Linien haben oder Bereiche haben, die so schräg voneinander geteilt sind, hell und dunkel. Oder rechts unten, da sieht man, da ist es die Farbe, ja, die das macht. Ja. Da muss es so ein Orange geben, so einen orangen Farbverlauf geben. Wenn das Originalbild so einen orangen Farbverlauf hat, dann wird dieser Filter dafür sorgen, der hier, dass auf der entsprechenden Feature Map eine Erregung besteht. So kann man das zurückrechnen. Und das kann man natürlich nicht nur über die erste Schicht machen, das kann man auch von der zweiten Schicht aus machen. Ja, wenn ich das von der zweiten Schicht aus mache, dann sieht man, da gibt es Image, da gibt es Feature Maps hier in der Mitte zum Beispiel. Ja, ich kann es schwer zeigen, aber hier in der Mitte gibt es zum Beispiel ein Auge. Ja, also wenn oben im Bild zwei Schichten vorher ein Auge war, dann wird diese Feature Map erregt. Oder da gibt es so bestimmte Muster, ja, irgendwelche Texturen, die das, oder senkrechte Linien hier, die das sind. Ja. Das heißt, in der zweiten Schicht, in der ersten Schicht haben wir einfach nur geometrische Formen, die erkannt werden. In der zweiten Schicht sind es tatsächlich schon echte Objekte, aber kleine Objekte. Was Rundes, ja, ups. Bin wieder unscharf, hallo, Kamera macht mich scharf, ja. Also, was Rundes, ja, zum Beispiel, oder wieder Texturen da oben, die erkannt werden. Im dritten Layer, was passiert da? Da werden tatsächlich die Objekte größer.
Ja, wir machen unsere durch Pooling unsere Maps immer kleiner. Das heißt, die Filter, die gehen eben über immer einen größeren Bereich. Erinnern Sie sich an das Gesicht, das ich Ihnen aufgezeichnet habe? Ja, drei Auge, Auge, Mund, Nase. Wie durch das Zusammensetzen von Filtern, obwohl der Filter nicht größer wird, trotzdem ein größeres Motiv erkannt werden kann. Und hier sehen wir eben zum Beispiel da eine Hand da oben, ja, oder Füße, Beine von einer Katze oder was das ist, ja, ein Rad vom Auto, also größere Teile, die tatsächlich erkannt werden. Wenn im Ursprungsbild so eine Hand drin ist, dann wird an der Stelle diese Feature Map aktiviert. Es geht noch weiter, ja, gehen wir auf den nächsten Layer. Jetzt haben wir vorher hatten wir ein Auge, jetzt ist der ganze Kopf von einem Hund zum Beispiel da, der hier was auslöst. Wenn wir auf den fünften Layer gehen, dann sehen wir nicht mehr den Kopf vom Hund, dann sehen wir den ganzen Hund. Ja, also wenn ein ganzer Hund auf dem Bild ist, dann wird in der fünften Schicht an der Stelle das aktiviert. Das heißt, die Theorie, die ich Ihnen erklärt hatte, wie durch Zusammensetzung von Teilmustern ein gesamtes Muster entsteht, die funktioniert tatsächlich. Und der Matt konnte das eben tatsächlich hier auch zeigen und konnte zeigen, warum das AlexNet funktioniert und was das AlexNet in jeder Schicht erkannt. Das hat er natürlich nicht nur zum Spaß gemacht, sondern er hat es gemacht, um das AlexNet verbessern zu können. Denn wenn man das macht, kann man natürlich jetzt hergehen und kann schauen, was ist denn sinnvoll davon, was ist nicht sinnvoll. Oder man kann schauen, wenn ich jetzt irgendeine Kleinigkeit verändere, die Filtergröße verändere zum Beispiel, wie verändert sich dann das, was mein Netz erkennt in jeder Schicht? Und das hat er gemacht. Und da ist nochmal aus einer anderen Publikation was Ähnliches. Ja? Also wir gehen oben rein mit einem Bild von einem Gesicht zum Beispiel. In der ersten Schicht sehen wir nur, oder erkennen unsere Filter nur die geometrischen Formen. Ist da eine Kante, die so rum schräg oder senkrecht oder waagrecht ist. Tiefer im neuronalen Netz erkennen wir Teile vom Gesicht, ein Auge, ein Ohr, ein Stück vom Mund oder sowas. Und ganz tief innen drin im neuronalen Netz, vielleicht nicht nach der dritten Schicht, aber nach der vierten, fünften Schicht, da bedeutet Erregung einer Feature Map tatsächlich, hier wurde ein Gesicht erkannt. Ja, also so wie auf dem Cartoon-Beispiel, das ich mit Ihnen ja gemacht habe. Okay, jetzt wollte ich noch schauen, genau, was das ZFNet vom AlexNet unterscheidet. Die haben eben nur winzige Kleinigkeiten verändert, mit dem Ziel, dass die Schichten zielgenauer die Objekte tatsächlich erkennen können. Was hat er verändert? Er hat die Filter ganz am Anfang hat er kleiner gemacht, von 11 auf 7, weil eigentlich denkt man immer, ich brauche die Ferne so groß, weil ich ja eben ein großes Objekt sehen will. Er konnte aber erkennen, durch diese Deconvolution, dass kleinere Filter genauso gut funktionieren wie größere Filter. Und kleinere Filter haben vor allem einen Vorteil, sie sind natürlich schneller. Ja, ein 11x11 Filter besteht aus 121 Gewichten mal 3, weil ich ein Farbbild habe, ja, während ein 7x7 Filter nur aus 49 Gewichten mal 3 besteht. Das ist eine Ecke weniger, ja, das ist weniger als die Hälfte und damit trainiert das Ding doppelt so schnell, schlicht und ergreifend. Also allein die Änderung von 11 auf 7 macht das Training im Prinzip schon doppelt so schnell. Und wenn er da zeigen kann, dass das genauso gut ist, hat er das natürlich gemacht. Er hat den Strides dafür aber kleiner gemacht wieder. Das kostet wieder Zeit, weil er eben gesehen hat, dieses über 4 weitergehen bringt so viel Unschärfe rein, dass tatsächlich Muster dann auch nicht mehr erkannt werden, die man braucht. Also hier hat er es grober gemacht, da hat er es dafür feiner gemacht, da hat er diesen Faktor 2 hat er dann wieder verloren. So ist es, ja. Insgesamt hat das ganze Ding 10 Tage auf einer GPU trainiert, oben waren wir bei 6 Tage auf zwei GPUs, also das kommt so etwa hin, ja. Die zweite GPU bringt eben keine Verdoppelung. Das heißt, er hat an der einen Stelle hat er gespart, an der anderen Stelle hat er gewonnen. Ansonsten ist fast alles relativ ziemlich gleich wie beim AlexNet. Kleines bisschen Tuning hat er gemacht. Was hat er geschafft mit dem Tuning? Ergebnisse Clarify 2013 von
15%, 16% Supervision im Jahr vorher auf 11, irgendwas Prozent runter. Also ordentlich besser geworden. Jetzt nicht wieder die Hälfte, aber ordentlich besser geworden mit ganz kleinen Optimierungen, die natürlich aber zielgerichtet waren, die er sich wirklich durch die Analyse der Filter ganz genau überlegt hat. 2014 sind wir angelangt. Wie kann die Entwicklung weitergehen? Na gut, jetzt sind langsam auch die richtig Großen aufmerksam geworden, unter anderem Google. Und Google hat sich wieder auf die Fahnen geschrieben, eben ein Linet zu bauen, das Google-Linet. Und wo kann man noch was drehen? Es ist eigentlich immer das gleiche Thema. Man muss die neuronalen Netze tiefer machen. Also wenn ich die letzten Prozent auch noch wegbekommen will, dann hilft nur, das neuronale Netz muss mehr Schichten bekommen. Es muss größere Schichten bekommen, es muss mehr Schichten bekommen. So kann ich es machen. Dann muss ich irgendwie das Overfitting in den Griff kriegen und dann sollte das doch möglich sein. Und deshalb sind die Google-Leute hergegangen mit größerer Hardware als andere haben, haben sie gesagt, wir machen einfach größere neuronale Netze, wir machen das tiefer. Und den Film gab es ja damals schon, We Need to Go Deeper, die haben das Netz dann auch Inception-Net genannt. Und ihr Inception-Net besteht aus Inception-Module und was dahinter steckt, das möchte ich Ihnen gerade mal zeigen. Jetzt muss ich wieder weiterblättern. Einen Moment, dreh mal hin. Ja, ich habe hier geschrieben, Deeper, aber was spricht dagegen? Was könnte dagegen sprechen, so ein neuronales Netz einfach immer tiefer, 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 tiefer zu machen? Also immer mehr Schichten in das neuronale Netz einzubauen. Dazu gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wir können ja die neuronalen Netze immer von zwei Seiten betrachten. Ja, wir haben auf der einen Seite die biologische Betrachtung. Wir haben Neurone, die durch Axone miteinander verbunden sind und wir berechnen, wie die Aktivierung durch diese Axone von Neuron zu Neuron läuft. Wir können auf der anderen Seite das aber auch mathematisch betrachten. Und das Charmante bei neuronalen Netzen ist, dass wir ja dauernd hin und her springen. Ja, wenn es uns gerade passend ist, dann machen wir die biologische Betrachtung. Und wenn es uns gerade passend ist, dann machen wir aber auch die mathematische Betrachtung. Ja, und das Schöne ist, dass die Betrachtungen am Ende äquivalent sind. Und man kann eben manche Dinge so erklären oder sich so rum überlegen und eine Lösung finden und andere Dinge anders. Und hier gehen wir jetzt mal kurz zur Mathematik wieder rüber, ja? Und sagen, was ist denn ein Layer vom neuronalen Netz? Ja, irgendein Conf-Layer, egal was da drin steht. Das ist eigentlich, so haben wir es ja implementiert, nichts anderes als eine Funktion. Ich habe Funktion L1 geschrieben, Layer 1 von meinen Eingabedaten x und der muss eben, der kriegt einen Tensor rein und der gibt einen Tensor raus. Also es ist einfach eine Funktion, basta. Was ist, wenn ich zwei Schichten habe? Dann kommt da eine zweite Schicht drunter. Die zweite Schicht ist wieder eine Funktion, die kriegt als Eingabe das, was aus der ersten Schicht rauskommt. Ja? Das heißt, die zweite Schicht, ein zweischichtiges Netz, ist eine Funktion, die angewendet wird auf das Ergebnis der anderen Funktion, also Funktion L2, angewendet auf Funktion L1, angewendet auf meine Eingabe Daten x. So einfach ist das. Eine Klammer zu viel. Ja, egal. Wenn ich drei Schichten habe, ist genau das Gleiche. Ja, drei Schichten, dann habe ich eben erste Funktion L1, das Ergebnis nehme ich, stecke es in die Funktion L2 rein, das Ergebnis nehme ich, stecke es in die Funktion L3 rein. Also so weit, so gut. Das Durchrechnen ist ja aber nur eine Hälfte der Geschichte. Die zweite Hälfte der Geschichte ist, ich muss ja auch Backpropagation machen. Das heißt, ich muss einen Gradienten berechnen, der mir meine Gewichte wieder optimiert. Und Backpropagation heißt eben, ich brauche einen Gradienten. Das heißt, ich muss diese verschachtelte Funktion ableiten. Und das ist wieder ganz einfach, weil verschachtelte Funktion, wissen Sie, das mache ich einfach mit der Kettenregel. Ja, das heißt, was ist die Ableitung meiner Funktion FL1? Ich habe einfach mal Nabla FL1 hingeschrieben, also die Ableitung nach allen Parametern, die da drin ist,
ist mein Gradient L1. Ja? Entsprechend kann ich sagen, mein Gradient L2, ja gut, das ist die Ableitung nach allen Parametern von L2. Im Prinzip müsste ich das jetzt verschachteln. Ich habe aber einen Vorteil, weil das Ergebnis von FL1, das habe ich ja. Ich berechne ja jede Schicht explizit aus. Das heißt, die Zahlenwerte, die da rauskommen aus der Funktion FL1, die habe ich in der Hand. Und da, die liegen da, die sind abgespeichert. Also kann ich die auch einfach nehmen, um die da reinzustecken. Ich muss also gar nicht das ineinander verschachtelt ableiten, weil ich die Zahlenwerte ja schon habe. Durch das Vorwärtspropagieren, durch das Durchrechnen, habe ich die ganzen Zahlenwerte. Also nehme ich einfach das Ergebnis hier, stecke das da rein und rechne meinen Gradienten für die Schicht L2 aus. Und bei der Schicht L3 geht es natürlich ganz genauso. Ich kann es über alle Schichten machen, dass ich einfach, ich muss nicht die Kettenregel analytisch aufdröseln, sondern es genügt, die Zahlenwerte reinzustecken, weil ich die eh habe. Am Ende muss ich natürlich noch die Kettenregel machen. Das heißt, ich muss die drei Gradienten nehmen und innere mal äußere Ableitung rechnen. Also sprich, ich muss alle drei miteinander multiplizieren. Und das ist ganz billig, weil das sind ja auch Zahlenwerte. Ja, das sind Zahlenwerte. Und die drei Zahlen, die muss ich miteinander multiplizieren, dann habe ich den Gesamtgradienten. Deshalb geht dieses Gradientenberechnen so einfach bei künstlichen neuronalen Netzen, weil ich tatsächlich nur auch mein Autograd, ja, das ist zwar genial, das Autograd, aber das Autograd, das muss nur eine Schicht ableiten können. Und die verschiedenen Schichten, die werden numerisch gemacht. Ja. Das wird für jede Schicht wird der Gradient als Zahl ausgerechnet und der Gesamtgradient ist nichts anderes als das Produkt daraus. Also wunderbar. Das kann ich ja machen für beliebig viele Schichten. Wenn ich 1000 Schichten habe, mache ich das 1000 Mal, überhaupt kein Problem. Ist nicht schwieriger, ist immer genau das Gleiche, nur mit anderen Zahlen und am Ende multipliziere ich die 1000 Zahlen zusammen und fertig. Fast. Ein Problemchen gibt es natürlich bei der Sache. Nämlich, das Problemchen ist, ich versuche ja, damit meine neuronalen Netze numerisch stabil sind, damit ich nicht zu große Zahlen bekomme, damit mir meine Aktivierungen nicht explodieren, versuche ich, die Aktivierungen und alles, was ich im neuronalen Netz habe, auch die Gewichte, irgendwie um Null rumzuhalten, also auf kleinen Zahlen zu halten. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal angenommen, nehmen wir mal an, der Gradient kommt auf 0,5 raus. Ja? Kann auch 0,2 sein oder 0,1 oder egal, ja. Aber irgendwie so eine Zahl kommt halt raus. Wenn ich das dreimal miteinander multipliziere, multipliziere ich dreimal eine Zahl kleiner 1 miteinander. Das heißt, jedes Mal wird es kleiner. Ja? Und 0,5 mal 0,5 mal 0,5 ist 0,125. Das ist schon mal weniger. Ja? Wenn ich das tiefer mache, 5-mal, ja, dann muss ich natürlich rechnen 0,5 hoch 5. Das ist 0,03. 0,5 hoch 10 ist 0,00097. Ja? Das ist schon 10 hoch minus 3. Jetzt hat Google hier wirklich tiefe Sachen machen wollen. Ja? Also 30 Convolutional Layer, 50 Convolutional Layer, 100 Convolutional Layer. Ja? Ich habe mal für 30 gerechnet. 0,5 hoch 30 ist 9 mal 10 hoch minus 10. 0,5 hoch 60 ist 8,67 mal 10 hoch minus 19. Ja? Das heißt, wenn wir 60 Layer haben, die alle ganz ordentliche Gradienten liefern, 0,5 ist ein super Gradient, ja? Da ist nicht zu klein, da wird optimiert, wunderbar. Dann ist aber mein Gesamtgradient 10 hoch minus 19, also praktisch weg. Das heißt, das neuronale Netz trainiert nicht mehr. Wenn wir zurückgehen auf die biologische Sichtweise, können wir auch machen. Dann berechnen wir ganz unten ein Delta. Das sei 0,5 wieder, egal, ja. Dann berechnen wir das Delta für die Schicht davor. Das heißt, wir müssen das Delta da unten multiplizieren mit den Gewichten dazwischen. Die sind auch zwischen 0 und 1. Also wird das Delta davor kleiner. Dann berechne ich Backpropagation, das nächste Delta. Ich muss wieder multiplizieren
mit 0,5 oder mit noch weniger, wird es wieder kleiner. Jedes Mal, wenn ich einen Schritt Backpropagation mehr mache, werden meine Deltas kleiner. Und bis ich da oben ankomme, sind bei 60 meine Deltas in der Größenordnung 10 hoch minus 19. Also das heißt, da habe ich kein Delta mehr. Wenn ich meine Delta Ws dann berechne aus dem Delta und das Delta ist 10 hoch minus 19 oder noch kleiner, dann kriege ich kein Delta W mehr. Ja, dann muss ich unendlich oft, unendlich viele Zyklen machen, damit sich da überhaupt noch was bewegt dran. Das heißt, der Gradient von unten nach oben, der wird immer kleiner. Je tiefer mein neuronales Netz ist, desto kleiner werden meine Gradienten, vor allem bei den ersten Schichten, und die sind sehr wichtig, die ersten Schichten. Und man bezeichnet diesen Effekt als vanishing gradient Problem. Ja, der Gradient verschwindet. Beim tiefen neuronalen Netz verschwindet der Gradient. Jetzt könnte man sich sagen, na, können wir doch irgendwie hinkriegen, dann sorgen wir halt dafür, dass meine Gradienten nicht so klein sind. Die könnten ja auch 1,5 sein, ja, oder 2. Dann passiert das ja vielleicht nicht. Ja, rechnen wir das Ganze mal mit einem größeren Gradienten aus. Ich habe mal 1,5 genommen. Ja. 1,5 hoch 3 ist 3,375. 1,5 hoch 10 ist 57,66. 1,5 hoch 30 ist, was sind das? 191.000. Nee, 191.000. Ich sehe es schon schlecht, ja. Ja, 91.000 genau sind es. Nee, 19.000 sind es. Sorry, 19.000 sind es. Hoch 60, dann sind wir bei 3,68 mal 10 hoch 10. Also was sehen wir hier? Wir sehen keinen vanishing gradient mehr. Eigentlich gut, aber die Gradienten werden immer größer. Ja, wenn ich mein Gewicht verändere da oben um 10 hoch 10, ja, da springt mir mein Gewicht irgendwo hin und geht alles kaputt. Ja, das geht einen Schritt gut und alles ist kaputt. Ja, da ist nichts Sinnvolles mehr da. Alles, was je gelernt wurde, ist mit einem so einem Schritt wieder weg. Das heißt, wir haben jetzt keinen Vanishing Gradient mehr. Wir haben jetzt einen Exploding Gradient. Und das ist genauso schlecht. Das heißt, beides geht nicht. Und das ist tatsächlich natürlich ein Problem. Das ist ein echtes Limit für die Tiefe von künstlichen neuronalen Netzen. In dem Moment, wo die Gradienten entweder verschwinden, Vanishing Gradient, oder explodieren, Exploding Gradient, da ist das Netz zu tief. Es geht nicht mehr. Es gibt keinen Ausweg. Fast. Google hat hier, die Google-Leute haben einen Ausweg tatsächlich gefunden. Und zwar ihr Inception. Die Inception-Idee war zu sagen, statt alle unsere Convolutional Layer einfach hintereinander zu hängen, ganz, ganz, ganz viele zu machen, wäre es nicht möglich, immer ein paar von den Dingern nebeneinander zu bauen. Ja, ich brauche ganz viele Convolutions, um so viel Flexibilität zu haben und so viele Variationsmöglichkeiten zu haben, dass das neuronale Netz wirklich alles lernen kann, was es lernen muss. Aber müssen die wirklich alle nacheinander kommen? Kann ich nicht einfach 4, 5 nebeneinander legen? Da habe ich genauso viel drin, aber habe weniger Schichten von oben nach unten. Und habe weniger Probleme mit dem Vanishing Gradient, logischerweise. Und das haben sie gemacht. Ja, das haben sie gemacht. Sie sehen hier, das Blaue sind alles Convolution Layer. Und die Convolution Layer sind einfach nebeneinander gelegt. Und so konnten die so ein Netz, das über 60 Convolution Layer hat, tatsächlich noch trainieren. Und das funktioniert ziemlich gut, das Inception-Net. Ja. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Google Net 6,67%. Ja, es ist jetzt nicht die Hälfte von die Hälfte von den 11%, aber doch, das ist die Hälfte von den 11%. Ja. Ja, also damit, durch die massive Vergrößerung vom neuronalen Netz, haben sie es tatsächlich geschafft, nochmal einen Riesensprung nach vorne zu machen. VGG ist auch natürlich ein neuronales Netz, das schauen wir uns gleich auch noch an. Das ist ein anderer Ansatz, ein vielleicht eleganterer Ansatz, aber also Inception ist natürlich eine super Idee. Wie sieht jetzt so ein Inception-Modul tatsächlich aus?
Das ist jetzt hier dummerweise andersrum dargestellt, wie ich Ihnen das sonst immer mache, weil die Abbildung direkt aus dem Research Paper von den Leuten da unten ist. Das heißt, das geht von unten nach oben. Ja, das ist der Ursprungslayer und das ist der Ziellayer. Google malt seine neuronalen Netze komischerweise immer so rum hin. Das heißt, ja. Ja, und Sie sehen, die machen hier verschiedene Filtergrößen. Filtergröße 1x1, 3x3, 5x5 und einmal sogar nur ein Pooling auf die gleichen Daten und fassen das dann gleich wieder zusammen. Auf die Art und Weise kann man gesteckte Layer sparen und umgeht das Vanishing Gradient-Problem. Und das funktioniert tatsächlich alles. Und Sie sehen, wie gut es funktioniert. In der weiterentwickelten Version haben Sie das sogar noch besser gemacht, weil das Ding ist natürlich funktioniert, aber ist Hölle langsam. Weil da sind unglaublich viele Parameter drin, die optimiert werden müssen. Das ist Hölle langsam, das hat eben auch nur Google geschafft, sowas tatsächlich zu trainieren. Ein normaler Mensch hat nicht die Hardware, um sowas trainieren zu können. Die Weiterentwicklung vom Inception-Modul, die macht einen Trick. Der Trick, der heißt Dimension Reduction. Man versucht, die Zahl der Parameter und die Zahl der Multiplikationen, die man machen muss, um durch so eine Schicht durchzurechnen, zu verringern. Und der Trick, der heißt 1x1 Convolution. Das ist im Moment nicht so ganz ohne weiteres einsichtig, warum was überhaupt eine Convolution mit 1x1 soll. Ja, 1x1 heißt, ich habe hier eine Schicht, ich möchte eine Feature Map machen. Und ich mache jetzt einen Filter, der nur aus einem Gewicht besteht und mappe also quasi das da drauf. Das ist im Prinzip fast so eine 1:1 Abbildung, hat aber mehrere gute Eigenschaften und das muss ich Ihnen jetzt auch noch ein bisschen genauer erklären. Motivation für die 1x1 Convolution. Nehmen wir mal eine normale Convolution. Ja, wir haben hier so einen Tensor, der hat Maps, die 28 mal 28 groß sind und davon 256 davon. Ja, das ist sowas wie im AlexNet zum Beispiel vorkommt oder im LeNet sind es weniger, aber ja, im Prinzip sowas ganz normales. Jetzt mache ich eine Convolution mit einem 5x5 Filter. Ich möchte 32 davon. Ein volles Padding, das heißt, meine Feature Maps werden auch wieder 28 mal 28 groß, muss ich nicht viel nachdenken. Und ich bekomme 32 davon. Wie viele Multiplikationen stecken dahinter? Hinschreiben kann ich schnell. Ich schreibe einfach Conf4, zack, und dann ist es durchgerechnet. Ja. Wie viele Multiplikationen stecken da tatsächlich dahinter? Ja, kann ich ausrechnen, oder? Ich habe 32 Filter. Jeder Filter ist 5x5 groß, mal durch den ganzen Stapel meiner Feature Maps, also 5x5 mal 256 Gewichte. Ein Filter hat 5x5 mal 256 Gewichte, davon habe ich 32. Und jeden muss ich jetzt natürlich anwenden auf jedes Pixel einer meiner Maps, jeder dieser Maps hier. Ja? Das ist der Witz der Convolution. Dass ich jeden Punkt auf jeden Punkt vom anderen anwende, beziehungsweise jeden Punkt vom einen mit jedem Punkt vom anderen multipliziere. Also muss ich rechnen, die 28 mal 28 hier von dem mal die 32, die ich haben will, mal die Zahl meiner die Zahl meiner Gewichte, die ich habe. Damit komme ich auf etwa 160 Millionen Multiplikationen, die ich machen muss, um das einmal durchzurechnen. Das ist enorm, ja, das malt man so kurz hin, programmiert es kurz runter. Das sind 160 Millionen Multiplikationen, die am Ende dahinter stecken, um die Operation durchzurechnen. So, jetzt kommt der Trick dann mit der Dimension Reduction. Ich mache eine 1x1 Convolution dazwischen. Jetzt habe ich zwei Schritte zu rechnen. Ja, zuerst mal denken, muss ich das Ganze auch noch zweimal machen. Aber rechnen wir mal durch, rechnen wir mal erst das erste durch. Ich mache eine 1x1 Convolution mit 16 Filtern. Das heißt, meine Filter haben 1x1 mal diese 256 Gewichte. Also nur 256 Gewichte pro Filter. Das Ganze muss ich wieder multiplizieren mit meinen ganzen Neuronen für die ganze Feature Matrix. Das heißt, ich komme am Schluss auf
28 mal 28 mal die 16 neuen Feature Maps, die ich haben will, mal die Zahl der Filter, die ich brauche, die Zahl der Gewichte, die ich habe, also 1 mal 1 mal 256, sind 3 Millionen, etwa 3 Millionen Multiplikationen. Jetzt habe ich aber nur meinen ersten Stapel Feature Maps gemacht. Ich will ja am Ende wieder 28 mal 28 mal 32 haben, dass ich die gleiche Situation habe wie da oben. Also brauche ich jetzt eine zweite Faltung, wo ich wieder 5 mal 5 mal 32 anwende. Das ist der gleiche, den ich da oben auch habe. Das sind 32 Filter mit 5 mal 5, jetzt nur mal 16. Ja, hier habe ich ja nur 16 in meinem Stapel drin. So viel Gewichte habe ich. Und das muss ich wieder multiplizieren mit 28 mal 28. Hier die Größe, die bleibt immer gleich, mal die 32 wieder, die ich hier haben will. Komme ich insgesamt, wenn ich es ausmultipliziere, auf 10 Millionen etwa. Das heißt, wenn ich jetzt die zusammenzähle, 3 Millionen plus 10 Millionen, bin ich erst bei 13 Millionen Multiplikationen. Da oben hatte ich 160. Ist weniger als ein Zehntel. Ja, jetzt sagen Sie, oh, das hat er aber auch arg schmal gemacht hier. Nehmen Sie hier 32 statt 16, dann haben wir 6 Millionen stehen, dann sind wir hier bei 16, ist immer noch 10 mal weniger als 160. Ja, das heißt, der Trick mit der 1x1 Convolution, der verringert die Zahl der nötigen Multiplikationen, die ich brauche, drastisch um Faktor 10. Zahl der Multiplikationen um Faktor 10 reduziert heißt, ich werde 10 mal schneller. Vielleicht sogar noch mehr, weil ich dann die Mini-Batch vielleicht größer machen kann und damit weniger transferiert werden muss in die GPU, also der Datentransfer optimaler wird. Also es kann sein, der Geschwindigkeitsgewinn, der ist sogar größer als die 10 hier. Natürlich ist es vielleicht auch nicht gut, ja, weil ich habe hier natürlich den Bottleneck gebaut. Das ist klar. Hier bringe ich mehr Informationen von dem Tensor auf den als hier, weil hier stecke ich den Tensor in den Bottleneck und das blase ich dann wieder auf. Also hier habe ich einen Bottleneck drin. Das könnte also durchaus sein, dass ich hier Informationen verliere. Allerdings haben wir bei den neuronalen Netzen ja nun nicht gerade das Problem, dass wir zu wenig Parameter haben und dass so ein Bottleneck uns dann die Parameterzahl so klein macht, dass es nicht mehr funktioniert. Sondern wir haben ja um einen Faktor 1000 oder 100.000 zu viele Parameter. Deshalb tun unsere Dinger ja overfitten. So unbetrachtet könnte so ein Bottleneck sogar dazu führen, dass das Overfitting weniger wird. Ja, und das tut es natürlich auch. Dadurch, dass ich so ein künstliches Bottleneck reinbaue, kann ich sogar das Overfitting ein Stück weit unterdrücken und auf die Art und Weise mache auf die Art und Weise mein neuronales Netz besser. Ja, verhindere Overfitting. Ist eine Art Regularisierung in der Architektur mit drin. Manchmal gut, manchmal tut es nicht. Aber zumindest Schaden tut es im Normalfall nicht, ja, weil wir eh viel zu viele Parameter haben. Und es bringt einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsgewinn. Ja. Deshalb, zurück, sehen die modernen Inception-Module so aus, dass die alle so eine Dimensionsreduktion noch drin haben. Ja, und damit haben die Burschen jetzt eben gearbeitet. Ich habe hier mal Klammern hingemacht, dass Sie sehen, es sind tatsächlich eben viel, viel weniger Stufen, die wir jetzt haben, weil wir nur wenige Inception-Module aneinander hängen. Die haben natürlich noch einen zweiten Trick gemacht, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen. Hier unten ist der Output, hier gibt es nochmal Outputs. Ja, das bedeutet, auch das ist eine Möglichkeit, wenn mein neuronales Netz so tief ist, dass da oben kein Gradient mehr ankommt, ne, dass wenn ich von unten nach oben durchtrainiere oder Deltas berechne, Backpropagation mache, dann werden hier meine Deltas so klein, dass ich die nicht mehr sehe, dass die gegen Null gehen, dann kann ich natürlich hergehen und einfach hier wieder anfangen und das da reinschleusen und dann bekomme ich von dem Zweig hier, bekomme ich hier ein größeres Delta, ne, weil da bin ich ja direkt am Ende. Und da unten nochmal. Also ich kann in der Mitte quasi nochmal das richtige Ergebnis einschleusen und bekomme auf die Art und Weise ein größeres Delta und kann auf die Art und Weise auch das Training beschleunigen. Also beide Tricks waren hier nötig beim Inception. Einerseits das Inception-Modul, andererseits noch mit den Seiteneingängen sozusagen. Und
Das ist aber auch wirklich irritiv. Ja, das ist irritiv, aber hat funktioniert. Ja, Sie haben es ja gesehen. Ich hatte Ihnen vorher versprochen, auch noch ein Wort zum VGG zu sagen. Das VGG ist eine Architekturgruppe aus Oxford, der Versuch, eine tiefe Architektur zu bauen, die funktioniert. Und die Idee vom VGG sehen Sie links in der Tabelle dargestellt. Die Idee ist, wir bauen einfach eine ganz, sagen wir mal, stinknormale Architektur. Wir hängen Layer untereinander. Man spart ein bisschen Layer, indem man nicht so viel poolt. Ja, das heißt, Sie haben nur definierte Plätze, an denen Sie gepoolt haben, da und da und da. Und dazwischendrin kommen dann unterschiedliche Zahlen von Convolution Layer. Und ganz unten kommt dann nochmal die Dense Layer. Ja. Das ist also eigentlich eine ganz billige Linet-Architektur, die dann noch ein bisschen getrickst wird, dass es funktioniert, die eine große Hardware braucht. Und Sie haben vorher gesehen, das funktioniert tatsächlich auch. Das ist natürlich längst nicht so tief, wie das InceptionNet ist. Ja? Das sind 19, 16 oder 19 Schichten, die da drin sind, keine 60, also längst nicht so tief. Auf 60 kommt man auf die Art und Weise nicht, das funktioniert tatsächlich nicht mehr. Aber das funktioniert auch schon. Ja? Das sind hier nochmal die Ergebnisse, ja, des VGG von der Visual Geometry Group kommt auf 7,2% Top 5 Error. Ja, das ist gar nicht schlecht. Es ist ein bisschen schlechter als das InceptionNet. Dafür ist es sehr viel einfacher. Ja, da sind viel, viel, viel weniger Tricks mit im Spiel, sondern das ist einfach ein ganz normales Linet, handwerklich ordentlich gemacht und gut trainiert mit Fingerspitzengefühl. Da funktioniert das auch. Viel, viel einfacher. Also es muss nicht unbedingt ein Inception-Net sein. Das ist schon sehr, sehr kompliziert. Ja. Und da kann auch sehr viel schief gehen, natürlich mit dabei. Was übrigens hier interessant ist, hier ist in der Tabelle, das ist die Publikation von den Machern, ja. In der Tabelle ist auch der Top 1 Error angegeben. Also in wie viel Prozent der Fälle ist denn die erste Wahl, die das neuronale Netz ausspuckt, falsch? Und da sehen Sie, hier ist der Top 1 Error mittlerweile bei unter 25%. Ja, wir waren für die nicht-neuronalen Netzmethoden, für die klassischen Bilderkennungsmethoden, waren wir bei 25 bis 30% am Limit für den Top 5 Fehler. Das ist, ja, hier sind wir tatsächlich in der gleichen Größenordnung beim Top 1 Fehler schon. Das ist also schon sehr viel besser. Ja, und mit einem sehr einfachen, normalen neuronalen Netz. Also VGG ist tatsächlich etwas, was man sich überlegen kann. Das können Sie ganz leicht selber hinschreiben. Ja? Mit dem, was Sie jetzt selber schon programmiert haben, können Sie so ein 19, 16 oder 19-schichtiges VGG einfach hinschreiben. Das dauert keine Minute. Das Training dauert eine Weile. Das kann ich Ihnen versprechen, aber es wird funktionieren. Dann sind wir jetzt schon wieder im nächsten Jahr, das Jahr 2015. Was war der Hit in dem Jahr? Der Hit in dem Jahr war das sogenannte ResNet. Ist eigentlich bis heute noch der Hit, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Architektur ist. Was ist die Idee dahinter? Wir können wieder von zwei Seiten rangehen. Ich fange zuerst mal an von der mathematischen Seite. Nachher schauen wir uns dann wieder die biologische Motivation an der Geschichte an. Aus Sicht der klassischen Datenanalyse machen die Leute, die jetzt diese großen neuronalen Netze bauen, eigentlich einen Fehler. Weil wenn man Datenanalyse macht, dann versucht man nicht Klassifizierer zu bauen, die immer größer werden, um noch ein paar Prozent mehr richtig zu machen, sondern man geht typischerweise her und baut einen Klassifizierer, wendet den an auf ein Problem und schaut dann, was kann der schon und was kann er noch nicht. Und dann geht man her und schaut sich nur die Dinge an, die der Klassifizierer noch nicht kann oder die der Regressor falsch vorhersagt. Man schaut sich nur die Fehler an, weil das, was er richtig macht, was mein erster Wurf Klassifizierer richtig macht, das ist ja schon gut. Also das muss ich ja gar nicht mehr anschauen. Das heißt, ich baue mir einen zweiten verbesserten Klassifizierer, der nur
das anschaut und nur das versucht richtig zu machen, was der erste noch nicht konnte. Und selbst wenn der zweite gar nicht gut ist, wenn der nur jedes Zehnte von den restlichen richtig macht, hat das immerhin mein Gesamtergebnis oder mein Gesamtfehler um dieses Zehntel reduziert. Und jetzt kann ich im nächsten Schritt wieder hergehen und kann wieder sagen, jetzt gucke ich mir wieder nur die Falschen an. Alles, was richtig ist, bin ich schon zufrieden. Nämlich das, was ich habe. Ich schaue mich nur die Falschen an und versuche wieder einen Klassifizierer zu bauen, der wieder nur die Falschen sich hernimmt und da noch versucht, was rauszufinden. Und der Trick ist, dass man tatsächlich auf die Art und Weise ja jedes Mal ein bisschen besser wird. Und es gibt tatsächlich in der Datenanalyse gibt es Verfahren, die sogenannten Boosting-Verfahren, die genauso arbeiten, die mit schwachen Klassifizierern arbeiten und dann immer wieder eine neue nehmen, der immer wieder nur den Fehler quasi versucht, besser zu machen. In der Statistik, bei den statistischen Methoden gibt es das auch. Da spricht man davon, dass man die verbleibenden Fehler, nämlich die Residuen im Fachsprech, ja, die Residuen, die weiter betrachtet und das, was schon richtig ist, nicht mehr betrachtet. Und die Residuen, die sind eben der Output, den ich habe, minus dem richtigen. Ja? Das heißt, die Differenz zwischen der verbleibende Fehler. Ja, der verbleibende Fehler ist das Residuum. Die Frage ist, kann man sowas auf die neuronalen Netze übertragen? Was wir hier machen, ist bisher was ganz anderes. Wir versuchen, den ersten Klassifizierer möglichst groß zu machen, damit er möglichst viel schafft. Könnten wir den vielleicht auch so bauen, dass wir einen haben, der eben mal versucht und dann das, was der nicht kann, soll der nächste probieren und das, was immer noch übrig bleibt, soll der nächste probieren und so weiter. Wie kann ich es schaffen, quasi die Differenz zu bilden zwischen dem, was schon richtig ist, und dem, was noch falsch ist? Wie kann ich die Residuen in mein neuronales Netz einbauen? Und jetzt wieder umgedacht auf die biologische Verknüpfungsdenke, Neurone mit Verknüpfungen. Was wäre, wenn ich einfach von meinem Input einen Shortcut mache bis zu meinem Output? Da gebe ich dem neuronalen Netz die Möglichkeit, von meinem Output den Input abzuziehen. Das könnte ich jetzt hart kodieren, indem ich da Minus hinschreibe. Ja? Ich könnte natürlich auch sagen, ja, ich habe ja Backprop. Ja? Das heißt, wenn das günstig ist für meinen Klassifizierer, wenn er das abzieht, dann wird er das Gewicht hier auf minus 1 einstellen, dass da ein Minus steht. Wenn es ungünstig ist, dann lässt das bleiben. Also ich gebe nicht fest vor, dass ich die Residuen betrachten will, sondern ich gebe dem neuronalen Netz die Möglichkeit, wenn es nötig ist, das zu tun. Das ist natürlich ziemlich clever. Am Ende heißt, dass ich solche Shortcuts kriege. Und jetzt aus der mathematischen Denke würde das bedeuten, wenn ich das oft mache, und Sie sehen hier dargestellt das ResNet, das macht nicht einen Shortcut von vorne nach hinten, sondern das macht es ganz oft. Ja, das heißt, das wäre quasi so ein Klassifizierer, der versucht, den ersten Teil zu machen, der soll versuchen, den zweiten vom Rest noch was zu machen, der soll versuchen, vom Rest noch was zu machen, der soll versuchen, vom Rest was zu machen. Und das ist am Ende nicht eine tiefe gesteckte Architektur, sondern das sind eigentlich isolierte einzelne Klassifizierer, die sich auch einzeln leichter trainieren lassen. Kann sowas funktionieren? Ja, es funktioniert. Es funktioniert. In der biologischen Denke, in der Backdrop-Denke, hat man natürlich eine andere Erklärung dafür, dass das funktioniert. Ja, in der Denke sage ich natürlich, ja, ach, klar, dadurch, dass ich hier die Shortcuts habe, die habe ich ja rückwärts auch. Das heißt, beim Backpropagation gehe ich eben auch nicht durch alle Schichten einzeln zurück nach oben, sondern beim Backpropagation springe ich immer über zwei Schichten weg. Das heißt, die effektive Tiefe von meinem neuronalen Netz, die ist bloß halb so groß. Und statt dass ich eine Tiefe von 30 habe, habe ich bloß eine Tiefe von 15. Und bei einer Tiefe von 15 habe ich längst nicht so ein großes Problem mit dem Vanishing Gradient als bei einer Tiefe von 30. Das heißt,
Man kann entweder eben mathematisch motiviert, würde man sagen, wir machen hier Residual Training. Wir haben einzelne Klassifizierer, die immer nur auf die Residuen angewendet werden. Wobei das nicht sicher ist. Das ist nur dann so, wenn das neuronale Netz dieses Gewicht von dem Schock hat, auch so einstellt. Ja. Aus der biologischen Denke würde ich sagen, kann man sagen, wir verringern die Tiefe vom neuronalen Netz durch die Shortcuts. Auch wenn Sie sehen, beim Inception-Net hatten wir quasi den Output in der Mitte eingeschleust, um dort noch die Deltas zu kriegen. Das kriege ich natürlich auch hin, indem ich einen Shortcut mache. Ich könnte auch einen Shortcut von unten zur Mitte machen. Ne? Dann habe ich auch diesen Effekt, Verringerung der effektiven Tiefe vom neuronalen Netz. Und alle Verbindungen, alle Verknüpfungen werden natürlich mit Backpropagation trainiert. Das heißt, bei allen Verknüpfungen gilt, wenn der Gradient das vorgibt, also sprich, wenn der Fehler, der Gesamtfehler kleiner wird, dadurch, dass sich dieses Gewicht in eine bestimmte Richtung bewegt, zum Beispiel Richtung minus 1, dann wird Backpropagation das so einstellen. Das heißt, ich gebe es eben nicht mal streng vor, sondern ich gebe dem neuronalen Netz nur die Möglichkeit, Residual Training zu machen. Und wenn es günstig ist, dann wird es das tun. Und wenn es nicht günstig ist, dann wird es das bleiben lassen. Da links habe ich mal aus dem Paper den Vergleich von verschiedenen Architekturen hingestellt. Ja, ganz auf der linken Seite ist so ein VGG mit 19 Schichten. Da sieht man, das waren schon viele, wenn wir das VGG alleine gesehen haben vom Jahr vorher, sah das wie ein tiefes neuronales Netz aus. Wenn Sie das hier dagegen sehen, dann ist das gar nicht mehr tief plötzlich, ja, weil das nur noch ein paar Schichten sind. Wenn wir jetzt hier ein 34-schichtiges Netz nehmen, das geradeaus durchläuft, dann kriegt man da ordentliche Probleme mit dem Vanishing Gradient. Wenn wir dann ein Restnetz draus machen, dann ist es eben effektiv nur noch 15 tief. Das heißt, es ist flacher als das VGG. Hat weniger Stufen als das VGG und trainiert daher besser als das VGG, hat aber trotzdem 30 Convolution Layer, das heißt, kann natürlich trotzdem mehr. Und ich werde Ihnen auch nicht vorenthalten, wie gut das dann war. 3,57 Top 5 Error. Ja, gegenüber dem VGG im Jahr vorher, 7,3 ist es die Hälfte. Also mit diesem Trick hier, dass man Shortcuts drin hat, die uns ermöglichen, eine tiefere Architektur zu trainieren. Mit diesem Trick können wir tatsächlich die Architektur doppelt so tief machen und es funktioniert noch. Und das Ergebnis können wir, die Fehlerrate können wir nochmal halbieren. Ja. Also jetzt sind wir tatsächlich auf der Fehlerrate von 3,5%. Ja, ein paar Jahre, 5 Jahre vorher, 4 Jahre vorher waren wir mit den klassischen Methoden auf einer Fehlerrate um die 30% Top-5-Fehlerrate. Das ist das ResNet. Die Abbildung habe ich aus dem Paper, aus dem ResNet-Paper. Ah, da gibt es noch eine Geschichte zu sagen. Warten Sie mal. Ja, der Kai-Ming He ist hier der Erfinder, den kennen Sie schon über die Initialisierung. Ja? Also wenn man solche tiefen Architekturen hat, da ist es tatsächlich dann auch irgendwann relevant, dass man günstig initialisiert, weil dann kann eine ungünstige Initialisierung eben dazu führen, dass das Training viel, viel länger dauert oder dass es gar nicht in die richtige Richtung geht. Ja? Deshalb hat sich eben He auch mit der Initialisierung beschäftigt. Okay, also das ist aus seinem Paper und ich zeige Ihnen das aus zwei Gründen. Nämlich erstens, Sie sehen, wie so ein neuronales Netz trainiert und dass es solche Sachen wie Flatspots tatsächlich gibt. Ja. Das neuronale Netz setzt sich hier auf einen Flatspot und trainiert nicht mehr weiter und zwar 15 Epochen lang. Irgendwann ist es aber darüber raus. Warum schafft es das? Weil die haben hier nicht einen dieser super-duper modernen Optimierer verwendet, sondern das ResNet wird optimiert mit normalem Stochastic Gradient Descent. Das, was sie selber programmiert haben, wird hier auch verwendet.
weil man da einfach mehr tricksen kann. Ja? Batch Size war, wenn ich es richtig im Kopf habe, 256. Ja? Haben wir auch festgestellt, es ist gar keine schlechte Batch Size bei vielen Problemen. Momentum, Term, mindestens 0,9. Und da sind wir jetzt. Ja? Großes Momentum sorgt dafür, dass, wenn wir auf dem Flatspot sind, jedes Mal die Schrittgröße größer wird. Jedes Mal größer, jedes Mal größer, jedes Mal größer. So lange, bis wir am Ende dann doch nach ganz vielen Millionen oder tausenden Schritten die Schritte so groß werden, dass wir dann eine Chance haben, über die Kante zu kommen und dann so wie dieser Base-Jumper eben über die Kante rüberspringen. Und dann sind wir weg vom Flatspot und dann kann das Ding wieder trainieren. Und Sie sehen hier, das passiert sogar nochmal. Und hier passiert nicht nochmal. Ja. Warum ich Ihnen das zeige, also der erste Grund ist, der normale SGD-Optimierer ist nicht so schlecht. Ja. Also normaler SGD mit Momentum gibt uns die Möglichkeit, von diesen Flatspots, über die Flatspots wegzukommen. Zusätzlich haben die hier angewendet, was haben sie noch gemacht? Keine Dropouts. Sie haben gemacht eine Lernratenstrategie, das heißt, sie haben während des Trainings immer mal wieder die Lernrate kleiner gemacht, weil mit der großen Lernrate kommt man eben auch eher vom Flatspot weg. Also wenn man sieht, man hat Flatspot, sollte man mit einer großen Lernrate anfangen. Aber am Schluss braucht man eben doch eine kleine Lernrate, um noch das Minimum zu finden. Das heißt, Lernratenstrategie, großes Momentum, Mini-Batch-Size. Was haben wir noch? Keine Dropouts. Weight Decay. Ja. Größenordnung 10 hoch minus 4 Weight Decay noch mit dran. Also, die Parameter, die Sie auch schon kennen, für normales Stochastic Gradient Descent, hier angewendet bei der modernsten, fortgeschrittensten neuronalen Netztechnologie, die es gibt. Funktioniert wunderbar und ist also nicht ein alter Hut, sondern funktioniert. Funktioniert. Der zweite Grund, genau warum ich es Ihnen zeige, ist, ich sage es allen Leuten immer, lassen Sie ab und zu mal ein neuronales Netz in Ihrem Projekt, wenn Sie eins machen, lange laufen. Ja? Lassen Sie es einfach durchlaufen, die ganze Woche, Tag und Nacht, und gucken Sie, ob Sie auf dem Flatspot sitzen oder ob Sie schon da unten sind. Es kann durchaus sein, Sie trainieren immer 20 Epochen und haben immer Ihre schönen Kurven. Und wenn Sie einmal das neuronale Netz 100 Epochen trainieren lassen, was vielleicht eine Woche oder zwei dauert, stehen Sie plötzlich nochmal so eine Stufe und sind plötzlich nochmal viel besser. Irgendwann passiert es dann nicht mehr. Ja. Irgendwann fängt auch das Ding an mit Overfitting. Ja, also wenn Sie sehen, dass es Overfitting gibt, dann ist fertig. Ja, dann brauchen Sie auch nicht mehr weitermachen. Aber dieses Verhalten sieht man relativ häufig. ResNet war 2015, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Was ist aus der Challenge geworden? Nun, jetzt sind wir langsam an einer Stelle, das denken Sie sich wahrscheinlich schon, wo es relativ einfach ist, solche Dinger zu bauen. Ja, so ein ResNet, das können Sie nachbauen. Brauchen Sie nicht lange zu. Können Sie sogar mit Ihrer selbst eigenen Implementierung, können Sie das machen, brauchen eine GPU, die kosten auch mehr die Welt. Das heißt, die Sachen, die kann tatsächlich jetzt eigentlich jeder machen. Wir sind jetzt weg bei dem Problem der Bilderkennung, sind wir weg davon, dass wir da eine große Firma brauchen, ein Forschungsinstitut, das sich jahrzehntelang damit beschäftigt, sondern wir sind jetzt an der Stelle, wo es eigentlich jeder machen kann. Was dazu führt, dass sich so eine Challenge dann irgendwann ein bisschen überlebt und einfach ganz viele Leute mitmachen und das geht dann nicht mehr, das lohnt sich dann nicht mehr, da so eine Challenge zu organisieren. Das heißt, die haben das dann noch zweimal gemacht und sind dann aber mit ihrer ganzen Challenge gewechselt zu Kaggle. Es gibt heute diese ImageNet Challenge bei Kaggle. Da können Sie hingehen, die heißt, hier, da steht es, ImageNet Object Localization Challenge. Das heißt, da geht es jetzt auch im nächsten Schritt nicht nur darum zu erkennen, ist das ein Hund oder ein Pferd, sondern die Aufgabe, die heute spannender ist, ist zu erkennen, wo ist denn der Hund auf dem Bild?
Wo ist denn das Pferd? Das heißt, nicht nur erkennen, was drauf ist, sondern auch noch einen Rahmen drumherum malen, um die richtige Stelle. Das geht auch. Das Semester ist leider ein bisschen kurz, mal sehen, aber wir machen noch einen Block, der auch solche Netze beschreibt. Geht mit 10 Ins auch wunderbar. Auch mit einem ResNet vorne dran. Genau. Da kommen Sie an die ganzen Daten dran. Da gibt es den versteckten Testdatensatz. Ja, bei so einer Challenge ist ja immer so, Sie bekommen Trainingsdaten und Validierungsdaten und die Testdaten, die sehen Sie nicht, sondern Sie schicken Ihre Software dahin und müssen irgendwelche Regeln einhalten. Da muss es eine Funktion geben, die heißt Predict zum Beispiel. Die kriegt einen Dateinamen, wo das Bild drin ist. Und auf dem Server von der Challenge wird es dann ausgeführt für alle Bilder vom Testdatensatz. Und den Testdatensatz kriegt man gar nicht in die Finger. Ja, der ist ein geheimer Testdatensatz, um zu verhindern, dass jemand ein Overfitting gegen die Testdaten machen kann. Logischerweise. Also, das ist alles bei Kaggle jetzt mittlerweile. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass wir diese Architekturen gar nicht mehr selber machen müssen. Denn so ein ResNet ist ja immer irgendwie das Gleiche. Warum muss das jeder selber hinschreiben? Muss er nicht. Es gibt heute sogenannte Model Zoos, Model Zoos oder bei TensorFlow heißt es Model Garden, wo man sich solche Tierchen einfach runterladen kann. Ich brauche ein ResNet. Dann geht man da hin und lädt sich den Rest nicht runter und trainiert es selber. Beziehungsweise, man muss es nicht mal selber trainieren, denn man kann sich aus diesen Modellzoos auch die fertig trainierten runterladen. Ja, also ein ResNet, das bei Google auf der Riesenhardware wochenlang oder monatelang trainiert ist, das können Sie sich runterladen und müssen es dann gar nicht mal selber mehr trainieren, sondern können es einfach anwenden. Ja, so einfach geht es. Es gibt diese Modellzoos plattformabhängig. Ja? Also es gibt einen TensorFlow Garden, es gibt PyTorch Modellzoos. Es gibt Modellzoos, die sind unabhängig. Also der Model Zoo der bietet für alle Plattformen das an. Es gibt auch was ganz Interessantes, das ist dieses Onyx. Die speichern die Modelle sogar in einem unabhängigen Format ab, also in einem generischen Format, so dass es auf jede beliebige Plattform übertragen werden kann. Onyx geht auch mit Julia und mit Knet. Ja, es gibt ein Knet-Paket, mit dem man das auch benutzen kann. Wie macht man das? Denken Sie wieder zurück auf den Anfang, auf das Linet von Jan LeCun. Wir haben zwei Teile. Ja, wir haben den einen Teil, kriege ich das hin? Ja, wir haben den einen Teil hier. Das ist unser Feature-Extraktor. Ja, die Convolutional Layer, die dienen dazu, die Muster zu extrahieren aus den Bildern. Der zweite Teil, das ist unser Klassifizierer, diese Denkschichten, das ist unser Klassifizierer. Wenn Sie jetzt irgendein Bilderkennungsproblem haben, Sie sollen für die Stadt Gießen eine Software schreiben, die an der Kamera auf der Verkehrsinsel hängt und Leute erkennt, die keine Maske aufhaben, ja, keine Corona-Maske aufhaben zum Beispiel. Ja, müssen Sie Bilderkennung machen. Wie würden Sie das machen? Wenn Sie clever sind, laden Sie sich ein fertig trainiertes ResNet runter, nehmen davon natürlich nur den Teil Feature-Extraktor, den Klassifizierer können Sie nicht brauchen, den ResNet-Klassifizierer, aber den Feature-Extraktor. Packen hinter diesem Feature-Extraktor drei Schichten Dense mit dran. Ja, und dann trainieren Sie nur die hinteren Schichten. Ja, den ganzen Feature-Extraktor, den lassen Sie, wie er ist, den fassen Sie nicht an, weil der ist so super trainiert, da können Sie nur was kaputt machen. Ja, Sie trainieren nur die hinteren Schichten basierend auf den Features, die Ihr vortrainiertes ResNet ausspuckt. Und das wird funktionieren. Ja, das wird funktionieren. Eventuell können Sie, wenn Sie das hinten perfekt gefittet haben, also wenn Sie Ihren Klassifizierer richtig trainiert haben, können Sie vielleicht das vorne sogar wieder freigeben und auch nochmal mittrainieren, um das auf Ihr Problem passend zu machen. Würde ich aber erst machen, wenn das hinten fertig trainiert ist. Ja. Weil sonst haben Sie von Anfang an einen großen Gradienten und machen da vorne alles kaputt, nur weil Ihr Klassifizierer noch nicht stimmt. Ja, also entweder gar nicht trainieren da vorne, das Vortrainierte, oder erst mal
nur den Klassifizierer trainieren und dann nachher nochmal gucken, ob es vielleicht was bringt, wenn man die Filter auch nochmal nachkönnen darf. Wie gesagt, wahrscheinlich für so ein Problem, Erkennung der Maske, ist es wahrscheinlich nicht nötig. Da geht es so. Das heißt, das geht völlig ein, trainiert dann auch schnell. Sie müssen bloß ein paar tausend Neurone trainieren da hinten. Ja? Ein paar tausend Neurone MLP, das ist in 10 Minuten fertig. Vorne wird nicht trainiert, geht auch schnell. Das ist nur durchpropagiert. Ja? Also das sind Minuten, vielleicht Minuten bis Stunden an Trainingszeit, diese da, mehr Trainingszeit müssen Sie nicht investieren, um so ein Problem, so ein Bilderkennungsproblem heutzutage zu lösen. Mit den vortrainierten neuronalen Netzen, die Sie runterladen, mit den Architekturen, die etabliert sind. Die Probleme sind gelöst. Ja? Kann man einfach sagen. Das ist nur noch, man muss es anwenden, man muss es machen. Das ist alles, die Probleme an sich sind gelöst. Ja, ich habe Ihnen hier noch das Beispiel mal für die Keras-Sandbox. Ja, mit TensorFlow kommen direkt Pakete mit für die wichtigen Architekturen. Ja, Sie können VGG oder einen InceptionNet oder einen ResNet 50, können Sie einfach mit ResNet 50 laden und dann haben Sie das Modell und setzen noch Trainable auf False, damit es nicht trainiert wird und bauen Ihre drei Schichten unten dran und fertig. Ja. Das waren die 10 Ns. Sie haben gesehen, ich habe jetzt etwa im Jahr 2015 aufgehört. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Da hat sich natürlich in der Zwischenzeit auch schon wieder ein bisschen was getan. Allerdings eigentlich eher nicht, wenn es um die reine Mustererkennung geht, also was Bilderkennung, Mustererkennung angeht, ist das hier ein abgeschlossenes Feld. Das können Sie so verwenden und müssen nicht groß darüber nachdenken. Was wir heute anders machen oder mehr machen, sind so Geschichten wie, man versucht, das möglichst schnell zu machen, sodass man das vielleicht in Echtzeit hinbekommt, bei 25 Frames per Second auf einem Film Dinge zu erkennen. Man versucht, Objektlokalisierung hinzubekommen, das heißt, einen Rahmen rumzumalen, das auch so schnell zu machen, dass das in Echtzeit bei einem Video ist, ja, Sie haben eine Webcam irgendwo hängen, bekommen mit 25 Frames per Second ein Bild und wollen jetzt tracken, wo Personen laufen und so, dann muss tatsächlich in der 25. Sekunde, muss erstens die Person erkannt werden, zweitens muss auch geguckt werden, wo die ist und ein Rahmen drumherum gemalt werden. Ist mittlerweile auch, man kann die Architekturen vereinfachen wieder, und so austricksen, zumal im Predicten, also nicht, wenn es nicht ums Training geht, sondern ums Prediction geht, um die Prediction geht, da ist das alles ja nicht so das Thema. Das geht ja schneller. Da muss ich ja nicht Millionen Mal das durchrechnen lassen. Das ist ja immer einmal durch das neuronale Netz. Und wenn ich dann hergehe und den Tipp von den Clarify-Leuten beachte, nämlich mir anschaue, welche Filter in meinem neuronalen Netz sind denn wichtig? Welche repräsentieren denn was? Dann kann ich vielleicht auch Schichten weglassen, kann das neuronale Netz vereinfachen, kann es kleiner machen, kann es ausdünnen, sodass es wirklich in Echtzeit in einer 25. Sekunde funktioniert. Das andere, was heute spannend ist, sind Geschichten mit generativen neuronalen Netzen. Das heißt, neuronale Netze, die nicht nur erkennen, was auf einem Bild drauf ist, sondern die dann auch in der Lage sind, so ein Bild wieder zu erzeugen. Das ist die Deconvolution. Ja? Also auch wieder das Rückgrat durch das neuronale Netz durchgehen. Und das sind ganz spannende Sachen. Mit solchen neuronalen Netzen kann man dann erstens vielleicht kreativ sein. Ja? Das sind die Netze, die Bilder malen, zum Beispiel, so, wo dann Leute wieder von künstlicher Intelligenz reden. Und mit solchen neuronalen Netzen kann man eventuell Probleme lösen, für die es wenig Trainingsdaten gibt. Weil man sich da über das generative neuronale Netz Trainingsdaten selbst bauen kann. Und so ein bisschen wie Baron Münchhausen, das Netz zieht sich quasi selbst aus dem Datensumpf raus, weil sich selbst Trainingsdaten generiert, mit dem es sich selbst dann immer wieder besser macht. Das sind die Themen, die in Richtung CNN heute gerade so spannend sind. Das kommt später dann auch noch in der Vorlesung. Zunächst mal haben wir hier die normalen 10 Ns. Jetzt abgeschlossen. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
bad she won't live. But then again, who does?